Herzlich willkommen bei Nacktmulti. Hi. Heute geht's. Hä? Hi. So, heute geht's weiter mit Resident Evil 6. Wenn ich immer dazwischen labern würde. Ja, wir sind von der Lawine abgehauen, sind in irgendein Loch gefallen und hoi, Zufall. Gefallen, wir sind gesprungen. Wow, tolle Akustik. Pass auf den Weg. Ach, wir sind in einer Mine, guck mal. Ein Remasklave. Ja, aber nur weil ich schneller kann als du. Ah, toll. Sind wohl keine Freunde. Nein. Verdammt nochmal. Was muss man tun, damit er stirbt? Er scheint uns mit diesen Wanzen aufzuspüren. Seien Sie vorsichtig. Geh mal was probieren. Ja, probier mal. Mist, er hat uns entdeckt. Okay. Schnell, versteck ihn. Wo bist du? Hinter dir. Wo sollen wir uns denn verstecken? Ach, da. Ja, ich bin tot. Naja, da haben wir dein Blut ja. Ja, gesagt, wir hätten in den Müllcontainer stürzen müssen. Ja, hätten wir auch gemusst. Ich habe eigentlich versucht, eine Wanze abzuknallen. Ja, das ist mir schon klar. Hm. Das wird ja wieder lustig. Verdammt nochmal. Was muss man tun, damit er stirbt? Er scheint uns mit diesen Wanzen aufzuspüren. Seien Sie vorsichtig. Ah, super. Sind die Wanze wenigstens umgekippt? Nein. Du solltest in den Container hüpfen. Die kommt zurück. Er hat uns entdeckt. Ich springe in den Container. Ja, geht nicht. Jetzt geht's. Denken Sie an die Wanzen. Ja, ich weiß. Dann wird uns irgendwas Großes, Hässliches zerfetzt. Ist er jetzt hingerannt? Weiß ich nicht. Die kommt zurück, rein in den Container. Ich habe irgendwie so das Gefühl, die fliegt nicht so weit. Meinst du nicht? Ich bin wieder ruhiger geworden. Da würde ich vielleicht noch weggehen. Die fliegt, glaube ich, bis hier oben an den Gipfel. Ja, jetzt hat's rumgedreht. Ja. Bist nur wieder vorbei. Wieso schaffst du das und ich nicht? Er hat uns entdeckt! Weil ich ein Profi bin!
würde sie erschießen, wenn ich sie nicht bräuchte. Hm. Habt ihr gesehen, wenn er mal irgendwas versucht? Ich hab ja so gecheatet. Nein, 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 komm zurück. Das sind zwei. Oh, er fliegt weiter, ja. Das sind drei. Irgendwie so das Gefühl, der rennt hinter uns raus. Komm mit, komm mit. Wir müssen uns verstecken. Da ist ein Müllcontainer. Dann geh rein. Gar kein Müllcontainer. Irgendwas zum Schieben. Schnell! Schnell! Alter, ist das ein Container? Nee. Das ist kein Container, das ist was zum Schieben. Hattest du einen Container? Ja. Wo denn? Ich bin in den Container gegangen, wo wir eben drin waren. Ja, wieder zurückgerannt? Ja. Das bringt uns ja auch nichts. Ich würde gerne noch was probieren. Du musst an den Viechern vorbei, die, wenn die sich drehen, machen die kurz aus. Sicher? Ja. Pass mal auf, ich probiere noch was. Geh mal weg. Ja. Hihi. Problem gelöst. Ja, das ist ja wohl jetzt verarschen, ne? Du musst dich von hinten an die Rand schleichen, dann kannst du sie ja kaputt mal, machen. Ja, warte mal, der schaut schon in die falsche Richtung, jetzt dreht er um. So. Viel entspannter. Ja, definitiv. Warum hast du das vorhin noch nicht bemerkt? Wir können ja auch hoch, ne? Warum springst du runter? Weil hier unten der Weg weitergeht. Dann schieben wir das erstmal. Ich hatte das eben bemerkt, als wir hinter der hergelaufen sind. Bitte? Oh, der Typ geht echt richtig ab. Seine Größe ist ja wirklich schnell. Mhm. Ja, da gehe ich natürlich schon raus, bevor der Typ überhaupt richtig weg ist. Ja. Oh Mann. Warum platzen die nicht, wenn man drauf schießt? Könntest du ja mal probieren. Vielleicht habe ich einfach nur verfehlt. Ich habe auch schon drauf geschossen. Hier unten ist eine Kiste. Ich hab einen. Hier ist trotzdem eine Kiste. 5000 Punkte. Voila? Ja. Hier hinten ist eine Kiste. Ja, und ich bin am Käfer vernichten. Komm ja. Käfer vernichten war wichtiger. Zwei Stück habe ich schon erledigt. Ja, warte, die kommen bisher von denen. Ne, der dreht da jetzt um. Aber zwei. Mist, hat uns entdeckt. Da oben ist ein Container. Ja, da sind nur einer. Schnell, verstecken! Der ist voll. Der ist voll. Das ist ein Scheiß, ey. Aber sowas von.
Und Leute würden da einfach so ein scheiß Fliegending nehmen. Da. Gut, das sieht gut aus. Vor allem hat der Typ jedes Mal eine andere Hand, ne? Ja. Der wächst es halt gut durch. Da war ein Schlangensymbol. Ja, ich weiß, aber ich wollte hier nicht um ihn rumballern. Oh Mist. Lauf! Ich glaube, du hättest ballern können. Schätzungsweise. Ich weiß nicht, wo es weitergeht. Primär bei mir. Die Kamera hat sich nicht mehr gedreht. Ja, war wieder kacke. Oh je. Die Zugangskarte. Die dem in der Hand liegt. Ohne den Schlüssel kommen wir nirgendwo hin. Dann holen wir ihn uns. Da sind Waffen. Ferngezündete Sprengsätze. Ja, die werden wir wohl wegen irgendwas brauchen. Vielleicht um ihn abzulenken. Ich würde mal sagen, bleib im Schatten. Okay. Was hast du jetzt wieder gemacht? Du darfst auch nie auf das Eis laufen. Aufs Eis laufen hat denselben Effekt wie so ein Käfer berühren. Ohne den Schlüssel kommen wir nirgendwo hin. Ich hab irgendwie so das Gefühl, wir müssen Sprengladung irgendwo setzen. Dann von der anderen Seite aus dorthin. Aber glaube ich, setze jetzt hier hinten eine Sprengladung, ja? Mhm. Die Sprengladung liegt. Mach du dich bereit. Du musst praktisch nur einen Schlüssel holen. Bleib da hinten stehen. Ich kann den Schlüssel nicht looten. Ich kann den Schlüssel nicht looten. Ja. Na gut, zweite Möglichkeit. Hier rechts ist ja eine abgebrochene Leiter. Vielleicht kannst du mich dort hochwerfen. Noch irgendwas machen. Ohne den Schlüssel kommen wir nirgendwo hin. Dann holen wir ihn uns. Aber die Sprengladung hat ihn schon mal angelockt. Ja. Vielleicht sollte ich hier hinten auch eine legen. Nee, ich glaube, das ist anders, aber da geht's nämlich hoch. Ich glaube irgendwie. Aber da habe ich kein V, weißt du? Aber ich weiß auch nicht. Schon. Okay. Warte, ich kann hier runterhüpfen. Ah ja, jetzt bin ich hinten beim Schlüssel. Jetzt musst du ihn wahrscheinlich hinten mit einer Sprengladung ablenken. Warte. Wahrscheinlich war das Problem, dass du übers Eis gelaufen bist und dadurch der Krampf war. Fertig? Ja.
du das bist, Karl? Hab sie. Ruhe, er wird sie hören. Wie kommst du zurück? Die Seite hier hinten ist ganz. Ja, ich schätze mal, dafür braucht man jetzt die zweite Sprengladung. Nö. Ja, doch. Du bist ein Idiot. Ich stelle mir gerade die Frage, warum er... Geht es mit einer Spielmechanik halt so sein, dass er nur auf die Sprengladung und darum kriegen wir ja zwei. Ja, eigentlich kriegen wir vier. Ich hätte auch einer da hinten setzen können, da hätten wir ihn wieder da hinten hinlocken können, nachdem ich hier vorne bin. Ohne den Schlüssel kommen wir nirgendwo hin. Dann holen wir ihn. Ich setze dann hier mal direkt eine, ne? Ja. Setz ach, ist das denn schön. Ein, bevor wir loslegen. Ja. Nee, ist das toll. Ja. Ich meine, gleich einfach wäre es auch blöd. Ich kann eigentlich schon da hinten hinlocken, oder? Ja, kannst. Übrigens kommen wir jetzt auch so zur Tür. Jetzt ist der Weg zur Tür frei. Ich tue ihn trotzdem hier hinten hin, auch nicht, dass er uns dann doch sieht, ne? Der sieht uns nur durch die Insekten. Ja, wenn du dir so sicher bist. Bin ich. Siehst du? Oh. Das hätte man aber voraussehen können. Lass uns hier rauskommen. Ich bin ungern mit dem unter der Erde eingesperrt. Ja, super. Hm, toll. Dreh schneller, dreh schneller. Dreh schneller, dreh schneller. Ist doch auf, was hast du denn? Wie ein Vertreter, der sie dich abwimmeln lässt. Dreh schneller, dreh schneller. Ich bin doch schon fertig. Wir warten natürlich immer erst, bis er die andere Tür aus der Angeln haut, bevor ich die hier zumache, weißt du? Was ist denn das hier? Ein Schleusensystem? Ja. Also wenn ihr das nicht aufhält, ne? Das soll ihn aufhalten! Pfeife ab. Das wird kein Spaß. Jetzt guckst du blöd, was? Wir auch Tasten drücken? Ja. Die Tasten kommen ja dazu, wenn du eine Tür öffnest und dann auch irgendwann Maustasten. So genau zur richtigen Zeit, weißt du? Jetzt sieht das auch viel schwächer aus wie das Feuer. Mann, was denn jetzt? Ach, jetzt auch noch Leertaste. Coming.
Also, wir haben es geschafft. Wird weitergemahlen. So. Nur noch Fleischbrühe übrig, ist er nicht weitergemacht. Hm. Ist das der Ausgang? Ja, und wenn wir draußen sind, lasse ich uns abholen. Mein Team müsste in der Nähe sein. Auch mit Sonnenuntergang oder Aufgang? Ah. Hallo! Autsch. Steh auf, Supergirl. Ey, da. Freundliche Frau mit den Drogen. Was machst du hier? Du bist also Wesker Junior. Wesker? Wovon redest du? Albert Wesker war ein Wahnsinniger. Ein Narr, der die Welt zerstören wollte. Er war außerdem dein Vater. Was? Was dich zum Erben einer sehr speziellen Blutgruppe macht. Oh. Das hat bestimmt weh getan. Mhm. So, Jungs und Mädels, ihr kennt das Spielchen. Abonnieren, kommentieren und bewerten. Und wie es weitergeht, das erfahren wir dann das nächste Mal. Bis dahin. Servus.